Mein Name ist Rashid. Ich war früher mal der Geschäftsführer einer sehr wichtigen Firma. Meine Frau hat mich nach 10 Jahren Ehe mit einem anderen Mann betrogen. Wir hatten 2 wunderschöne Kinder, zu denen sie mir kurz danach den Kontakt verwehrte. Von heute auf morgen verlor ich alles, was mir in meinem Leben etwas bedeutete. Ich war sehr viel alleine. Der Einzige, der mir Trost gab, war der Alkohol. Langsam aber sicher verlor ich die Kontrolle über mein Leben. Eines Tages lernte ich jemanden kennen, der mir sagte, er hätte da etwas, das mich all meine Sorgen vergessen lassen könnte. Und da bin ich heute, obdachlos und drogenabhängig. Dieser eine Moment, der mich alles vergessen ließ, nahm mir mein ganzes Leben. Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier enden würde. Denn auch ich hatte mal ein normales Leben, bin arbeiten gegangen und hatte eine Familie. Bist du immer noch der Meinung, dass jeder Mensch selber schuld an seiner Situation ist? Es kann jeden treffen. Deshalb zeig nicht mit dem Finger auf andere. Denn während du das tust, zeigen 4 weitere auf dich. Denn morgen könntest du derjenige sein, der hier liegt.